Guten Morgen. Hallo. Dani und ich, Alina, wir freuen uns. Wir wollen Sport machen. Ja, Sport. Wir sind ja voll on fire. Wir haben heute echt eine coole Sache vorbereitet. Da ist alles dabei. Oberkörper, Unterkörper, Mitte, Seite. Fettburner, genau. Macht dann viel Power. Ich glaube, wir kommen tatsächlich ins Schwitzen. Ihr braucht Schuhe. Und manchmal hilft es wirklich, wenn jemand von euch eine Matte besitzt, einfach eine Matte drunter legen, dann ist es nicht so laut. Wir springen nicht, also kein Stress, dass die Nachbarn jetzt irgendwie dann sich beschweren. Dann brauchen wir Gewichte. Ich habe jetzt heute richtig schöne Gewichte für mich ausgesucht. Mit meiner Lieblingsfarbe. Geht auch, einfach Flasche. Geht aber ohne Gewichte auch. Die Dani hat ein bisschen Hardcore-mäßig. Ja, ich habe die Scheiben. Sie will unbedingt heute Sport machen. Ich kann keine Milchtüten mehr sehen. Ja. Also wie gesagt, Milchtüten geht auch. Einfach ganz normale irgendwelche Flaschen, große, kleine etc. Oder wenn jemand Gewichte besitzt, Gewichte oder gar nichts. Es ist alles möglich. Ich würde sagen, in der Kürze liegt die Würze. Wir legen jetzt los. Und wir fangen ganz easy mit dem Warm-up. Ganz easy. Ich bin gespannt, was kommt. Ganz easy. Let's go. Erstmal ganz easy. Roll deine Hüfte links. Einfach erstmal die Hüfte ganz easy abrollen. Einmal mehr. Komm in den weiten Start. Einfach von Seite zu Seite. Einfach richtig easy. Von Seite zu Seite. Nimm die Schultern mit. Und jetzt kannst du deine Gewichte nehmen. Komm mit dem Oberkörper nach oben. Und schieb dich immer noch von Seite zu Seite. So, dass du hier. Und jetzt dreh ganz sanft deinen Oberkörper. Und wir gehen jetzt zu uns nach vorne mit dem Fauststep und nimm deine Gewichte diagonal. Let's go, rechts, rechts, links, zurück. Schau, weit, weit schließen. Und jetzt versuch etwas tiefer zu setzen. Vor. Schau, von Seite zu Seite. Und versuch jetzt schon deinen Oberkörper mitzubringen. Taibo! Oberkörper oben, einmal mehr, bleib in der Mitte, schließ die Hände und rotier von rechts nach links, hier, und versuch wirklich deine Brüste zusammenzuschieben, mit Gewicht oder ohne, völlig egal, spür jetzt deinen Chor, wenn du willst, löst die Arme, Bauch fest, Oberkörper im Zentrum, Hips tief. Letztes Mal, atme ein, schieb die Arme hoch, streck die Beine, komm nach unten, Arme seit, setz dich tief, komm nach oben, atme ein, atme aus, komm tief, komm hoch, oben, unten, dynamisch, oben, und tief, hoch. Arme weit. Das ist Vorwärts. Linker Fuß vor. Schau. Links, rechts. Links, rechts. Und du schlägst diagonal. Das heißt, linker Fuß, rechter Arm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Bleib in der Mitte. Nur Oberkörper. Bauchnabel nach innen. Fuß raus. Knie tief. Hier. Spür deinen Chor. Schlag. Hopp, 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 hopp. Schlag. Hopp, 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 hopp. Schau, Knie nach außen. Zieh die Knie immer mehr nach außen. Warm up, ey, Alter. Ja. Weil es so schön ist, in der Rotation. Ich habe meinen Kopf gelegt und jetzt gibt es die Schütte. Perfekt, perfekt.
Sehr gut. Lass deine Gewichte irgendwo in der Nähe, wo du jedes Schritt greifen kannst. Bring deinen rechten Fuß zurück in den Latsch. Zieh deine Arme nach vorne, Handflächen zueinander. Dreh die Handfläche hoch. Und wieder tief schauen. Hoch. Und zieh. Achte darauf. Nacken gerade, Rücken gerade. Nach oben. Und zieh. Hoch. Elbows zu dir ran, Handfläche nach oben. Das Ganze kannst du gerne mit dem Gewicht, muss aber nicht. Also schau, was geht. Und jetzt zieh dein Knie ran. Bleib mit deinem Brustkorb hier oben. Lass den Steinbein gebeugt. Das ist super. Und jetzt wird es schneller. Bauch, Nabel nach innen. Perfekt. Wenn die Gitarre muss hier dreimal. 3, 2, 1, zieh den Fuß hoch. 3, 2, 1, hoch. Schau, hier richtig hoch. Und jetzt nur die Kicks. 2 mehr. Stopp. Wechsel die Seite. Linker Fuß zurück. Arme nach vorne. Brust raus. Dreh die Hände. Und wieder zum Boden. Zur Decke. Zum Boden. Schau, dass dein Knie über den Fuß fällt. Und lass. Zieh die Ellbogen ran. Handflächen. Ran. Und vor. Nacken verlängern mit deiner Wirbelsäule. Are you ready, Daniel? Knie ran. Schau. Was macht dein Chor? Was macht dein Rücken? Was macht dein Popo? Was machen die Arme? Was machen die Arme? Double try, let's go! Hopp! Ha! Atme aus! Wenn du das Gewicht zu dir ranziehst. Wuhu! Bei mir brennt's, bei mir auch. 2, 1, 3, latsch! 3, 2, 1, zieh deinen Fuß hoch! 3, 2, 1, hopp! Spannung hier, Spannung! Ready to see this? Step here. Hopp. Hopp. Was macht ein Standbein? Oh mein Gott! Explodiert. Oh, wow. Was habe ich da gemacht? Gewicht da zur Seite. Jetzt habe ich was ganz Cooles. Das habe ich schon lange nicht gemacht. Kommt in Vierfüßlerstand. Schau, die Hände unter der Schulter. Zieh die Knie hoch und schau, dass deine Knie mit deiner Hüfte in einer Linie ist. Bauchnabel nach innen und wir legen los. Rechter Fuß geht nach links, schau. Links. Setz dich ab. Komm zurück. Wechsel die Seite. Setz dich erstmal ab. Das ist Level 1. Ich erinnere mich. Schau, dass du hier wirklich aus dem Bauch. Level 2. Das Ganze. Nur die Ferse unten lassen. Po hoch. Level 3. Wow. Dein Bein oben lassen. Und wir werden jetzt dynamischer. Hopp. Na, bam, bam. Yes. Jetzt brauchen wir Mucke. Ist das cool oder ist das cool? Der Wahnsinn, Alina. Atme aus, wenn du kickst. Eine Runde mehr. Zack. Wie gesagt, jede Seite abzusetzen. Einmal mehr. Perfekt. Komm auf die Knie. Oh. Bring die Hüfte tiefer nach unten. Hände
Hände etwas weiter, vielleicht minimal weiter als die Schulter. Bauchnabel nach innen. Knie zum Ellbogen. Zweimal schon. Eins, zwei, zurück. Links. Pushet jetzt aus der Seite. Schaut wieder daran. Bleibt mit den Knie erstmal unten. Bleibt unten. Arme gestreckt. Arme gestreckt. Zieh. Links. Hopp. Und jetzt atmen richtig. Mitte. Pushen. Aus. Versucht das Bein zu strecken. Ferse weg von dir zu schieben. Das heißt, Fuß zu flexen. Are you ready? Ja. Knie hoch. Dreimal pulsieren. Drei, zwei, eins und weg. Drei, zwei, eins und push. Hopp, hopp, hopp. Super cool. Super cool! Wow. Ganz wichtig, schau zu Dani. Vor, Schulter, eine Linie. Eine Runde mehr, eine Runde mehr. Come on, go, go. Zieh, push, push, push. Hopp, hopp. Seitliche Bauchmuskeln. Ho! Ja, gut. Yeah! Komm nach oben. Schau, dass deine Gewichte oder keine neben irgendwelchen Seiten greifen kannst. Wir haben jetzt langsames Bleiben. Tief, rechts, links, vor, vor, tief und hoch. Hände unter die Schulter. Step, step, zieh und hoch, komm. Arbeite hier an deiner Technik, ganz wichtig. Jetzt hast du die Möglichkeit, an deiner Technik zu arbeiten. Wir pulsieren dreimal, zieh, squat. Und jetzt Burpee schnell, beziehungsweise immer noch langsam. Vielleicht für deine Verhältnisse. Drei, zwei, eins. Tief. Zack, zack. Wie tief kommst du? Hände springen, komm vor. Dein Rücken bleibt gerade. Exzellent. Nimm deine Gewichte. Füße hüftbreit, Rücken gerade, Schultern zurück. Mach auf. Zusammen. Eins, zwei, drei.
Wie weit kannst du dich nach unten setzen? Hopp. Und schau, dass dein Oberkörper im Zentrum bleibt. Hopp. Zweimal mehr. Letztes Mal. Und jetzt Zeit gibt's jetzt schon. Und jetzt dreh die Standfersen. Endlich die Richtung. Wie du kippst. Gib deinen Fuß nach innen. Sport zur Brust. Dann liegt ein Sidekick. In, aus, in. Double, double. In, aus, in. More. Single kick, single kick. Versuch jetzt dein Kippbein zu strecken. Wow. Gut, 2, 1, zieh ihn hoch, zieh ihn hoch, zieh ihn hoch. The sky is blue, I got jetzt the sun in my geschenkt. Eyes. They can't get better than when she makes that drei smile. Nach yeah, she's got drei, that style that zwei, makes you jetzt think she's made out of gold. She's turning drei, up the zwei, volume on the radio. Radio! Come on, zieh, hoch, hier, bau fest. Oberkörper ins Zentrum. One more. Gonna make it worth so while. Sidekick. Fierce nach hier. Tip. Und das ist sie nicht nur für die Beine, sondern du arbeitest hier auf dem Chor. Superstars. Double Lilla Chop. Sidekick. Jetzt. Up. In. Out. In. Go. Und jetzt schönes Gesicht dazu, hä? Superstars Gesicht! Korn im Gesicht, Korn im Superstar Gesicht! Und jetzt Bein hoch! Boah, Alina, das ist ja wohl echt! Come on! Come on, Superstars! Ich weiß nicht, wann das Lied endet! Super! So, meine Lieben, wir kommen jetzt zur super coolen Übung für unsere Arme. Lass mich atmen. Komm nach unten für die Arme, für die Brust und für ihr hier, damit wir ganz ohne schlechten Gewissen hier winken können und so. Okay? Komm erstmal innen etwas weiter als die Schulter und wir kreisen. Von rechts nach links. Von links nach rechts. Bleib dabei. Oh. Bauchnabel nach innen. Und du siehst, dass die Ellbogen nicht weiter als, nicht höher als die Schultern. One more. Und jetzt. Hände unter die Schultern. 2, 1, 2, 1. Und jetzt. Ganz wichtig. Deine Oberarme. Die ganze Zeit im T-Shirt. Die Ellbogen richtig eng. Come on. Mega Sound. Oh, atme aus nach oben. Atme ein nach unten. Stopp unten. Oh, komm hoch. Wenn du willst, schüttel kurz auch die Arme aus. Runde 2. Hände weiter als die Schultern. Come on, über die linke Seite. Über die rechte Seite. Come on, atme aus. Wenn du dich nach oben drückst, atme ein nach unten. Schau, dass die Finger weit geöffnet sind. Ah, schieb die ganze Handfläche nach unten. Woohoo! Ah, komm, Hände unter die Schultern. Nochmal. Okay. Schieb dein Becken nach vorne, wenn es dir zu langweilig ist, ohne die Knie. 2-2, let's go! 2-1, woohoo! Push it hoch, atme das! Ah,
Ich komm nach oben. Lass deine Arme jetzt eine kurze Pause. Komm wieder in den Bein. Setz die Fäuste in die Taille. Wir haben ein Lunge Back und vor. Back und vor. Schau. Ferse hoch. Ferse hoch. Versuch den Stand richtig weit zu machen. Oh yeah. Pulsier dreimal den Rücken. Nee.
jenes. Hier möchte ich gehen. Wir sind ja mit dabei eigentlich. Es ist tiefer. Wir sind ja mit dabei, ne? Bis hier sind wir dabei. Leiden wir mit uns. Drei Hähnchen. Drei, zwei, eins. Versuch jetzt hier ganz bewusst an deinen Zehen zu arbeiten. Das heißt Knie, 90 Grad Winkel, Brust aufrecht. Alina, du kannst die Mucke aufdrehen, mit uns feiern. Ich war es gefordert, war gut, Alina. Ich hoffe, ihr auch. Pause kurz halten. Rückenlage, jetzt kommt nichts, was ihr nicht kennt. Jetzt bräuchte ich mein Handtuch. Bisschen Spielerei. Das wäre schön.
Handtuch für die Alina, bitte. Oberkörper ablegen. Das Gewicht lasst du mal in der Nähe. Eventuell haben wir das noch im Einsatz. Gut. So, ja? Liege ich richtig? Könnt ihr mich alle sehen? Rollt nach unten ab. Gut. Hände neben dem Körper. Klassisches Aufwärmen für unser CX. Unteren Rücken Richtung Matte drücken. Schau, dass die oberen Hüftknochen am Boden sind. Geht gleich los. Zwei Zeiten. Schultergürtel ruhig. Gut. Hoch,
unser Ziel. Gut, bleib auf dieser Seite. Immer rechts starten. Komm runter auf die Knie, wenn du merkst, der Druck in der Schulter oder im unteren Rücken wird zu viel. Machen wir noch zweimal, glaube ich. Hoch, hoch, tief, tief. Einmal noch so. Hoch, hoch, tief. Komm runter. Kurz auf die Knie, wenn du eine Erholung brauchst. Blick auf die Hände. Atmen. Und wir wischen den Boden. Startet diesmal mit links. Los geht's. Vor, rechts. Wieder. Füße hinten ein bisschen weiter auseinander für mehr Stabilität. Mach den Hals lang. Die Finger schleifen hier sanft über den Boden. Wenn dann Staub dran ist, merkt ihr, dass ihr putzen müsst. Gell? Lang, Kreis. Vor, Kreis. Oh. Wie geht's dir, Alina? Oh, gut. Einmal noch Rocking Hover. Ich kann nicht so. Linker Arm startet jetzt. Hoch, hoch. Sanft nach unten. Spür die Bauchmuskeln. Hoch, hoch. Schau, dass der Po unten bleibt. Halt dein Becken still. Presst die Bauchmuskeln. Schieb die Rippen zusammen. Mach den Rumpf richtig fest. Ja? Gut. Fühlt sich gut an? Eine Runde mehr. Hoch, hoch. Also das sind immer so 5 Minuten Challenges hier, würde ich sagen. Ja? Gut. Eieiei. Machen wir noch einmal. Gut. Haben wir heute nicht so viel gehabt? Oh. Oh. Mountainclimber, schau mal. Zieh. Zieh. Wir haben hier so wenig. Zieh. Zieh. Gewicht mehr nach vorne. Kann ich meine Arme ziehen? Shoulder Burner. Meine auch. Oh. Für den unteren Rücken ist es brutal. Komm auf die Knie, wenn du merkst, es wird zu much. So. Füße ruhig. Tap. Out in. Okay. Tap. Tap. Das zieh mal durch, Alina. Tap. 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 Gut. Halt durch, halt durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4. Kriegen wir einen Superman noch hin. Nein. Beine still, Superman. Lang, lang. Füße hinten auseinander, komm, komm. Ich versuche meine Hand auf Schulterhöhe. Ich krieg's nicht hin. Link zwischen die Hände, komm, 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 bis wir nichts mehr hören. Lang, lang. Pro tief, pro tief. Bisschen noch, bisschen noch. 10 Sekunden. Wahnsinn. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Halte. Gut. Oh. Wahnsinn. Oh, gut. Bereit zum Stehen. Schnappt euch ein bisschen aktiv. Eine oder zwei Scheiben. Zwei. Scheibe und das Knie. Knie Squat. Zwei Zeiten. Tief, hoch, hoch, tief, tief, push die Knie nach außen, wenn die Füße schließt, pick die Po-Backe, lass mal jetzt mal wieder die Knie vorziehen, bleib dabei, tief, tief, nächster Level, Ferse, runter, Ferse, hoch, Ferse, sing es jetzt, sing es jetzt, könnt ihr auf die Zehenspitzen, ja, so, wow, 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 auf die Zehen, spann das Bein an. Gut. Drei Pulse hoch. Drei, zwei, Scheibe hoch. Hoch. Drei, zwei, eins. Und hoch. Gut. Jetzt auslockern. Gewicht auf die Beine. Wenn du zwei Flaschen hast, streck die Arme. Tap. 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 Und durch. Gut. Optional. Können wir diese Tür machen? Tap den Boden, beugt dein Stammbein näher. Sink tiefer, push vorne die Knie leicht nach außen. Und wenn er dich kriegt, versuch nochmal. Arme lang. Arme lang. Schick die Schulter. Halt das Bein jetzt in der Luft. Bewegung aus der Hüfte. Fuß ist komplett gestreckt. Boah. Eine Runde länger für dich. Bleib dabei. Mit Ausstellung. Oh. Block Nummer 2. Schreibe unser Spiel. Zwei Zeiten. Sieb. Sieb.
Rhythmus. Halt den Rhythmus. Einmal noch so. In die Singles jetzt. Schieb. Auf die Zehen, auf die Zehen. Zwei Pulse, Schale hoch. Drei, zwei, eins. Push das Ding. Drei, zwei, eins. Push das Ding. Einmal noch. Oh, hört sich nach der anderen Seite an. Ja? Rechter Fuß. Standbein beugen. Standbein die Zehen. Treppe erst. Muss deutlich halten. Hüfte ist geöffnet zu uns. Und jetzt die gleich von außen. Wenn wir hier das Bein beugen, schade. Der Fuß ist komplett gestreckt. Oh! Ich merke die Übung von dir vorhin ja genau. Ja. Bauch ist fest. Sink tiefer ins Standbein, wenn du magst. Und wenn er dich kickt, Arme strecken! Schulter in der Luft! Schulter zusammen! Halt den Oberkörper mal ruhig! Und jetzt versuche, Arme höher als dein Rücken. Sink ein bisschen tiefer. Komm, komm, komm. We on fire! Oh, ich wackel, wackel! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Schade, auf das Knie. Noch eine Runde, ja? Schade, auf das Knie. Schieb. Push die Knie nach außen. Ihr müsst hier mit ganz viel Körperspannung arbeiten. Ferse weg. Runter. Knie nach außen. Ferse weg. Bereit für die Singles jetzt. Schluss die Knie. Tief. Auch hier schon. Wenn ihr wollt. Das ist zu Max. Lass die Scheibe und dann hin. Dann. Durchhalten, durchhalten. Wir kommen zu den drei Pulsen. Drei, zwei, Scheibe hoch. Push nach oben. Drei, zwei, eins. Push hoch. Vor. Halten wir das. Halten wir das. Atmen. Drei, zwei, eins. Push. Puls geht hoch. Doppeltes Set, weiß nicht. Vor. Drei, zwei, sind es jetzt. Wir bleiben hier. Machen die Füße schlaff. Nicht mehr auf die Zehen. Aber versuche. Wir wollen schlafen hier. Bleib in den Singles. Tief. Oh. Oh. Das ist gemein, wie geht's dir, Alina? Ja. So. Wahnsinn. Zweiter Hüftblock. Auf dem Boden, ihr wisst, was kommt, gell? Knie über die Hüfte. Das letzte Mal hatten wir die Leglift. Die Kreise muss ich auslassen, die machen wir diesmal, ja? Position. Knie unter die Hüfte, Hände unter die Schulter. Streck einen Fuß. Kreise. Passt dich dem Takt an. Arme sind eure Stütze, die haltet ihr gestreckt. Kreise. Puls ist da, gell? Mhm. Jetzt kommt er runter und ihr fangt zum Schwitzen an. Egal in welche Richtung. So, jetzt haltet die Hände gestreckt. Ihr könnt starten, den Kreis ein bisschen größer zu machen. Lasst nicht zu, dass der Oberkörper ausweicht hier. Größer den Kreis. Das Lied hat wie viele Minuten, Chrissy? Wie viele Minuten? Wie viel? Ist langsam. Es ist nicht so lang, wir sind 8 Minuten gut, ja? Gut. Kreise. Immer noch in die gleiche Richtung. So, willst du hier den Level ein bisschen erhöhen, kannst du natürlich den Arm strecken, diagonal, ja? Bauch muss mehr arbeiten. Eieiei. Zweimal noch diese Richtung. Hallo Erika, ich hoffe, du schaust zu. Wechsel die Richtung jetzt. Kreise. Wechsel die Richtung. Wir sind immer noch am selben Bein, ja? Gut. Die Hand auf Schulterhöhe. Versucht das bitte. Und wenn du ein Gefühl für den anderen Kreis bekommen hast, mach ihn jetzt größer. So. Bauch einziehen. Ich spüre meinen unteren Rücken. Ich spüre die Pobacke. Habt ihr den Fuß gestreckt? Komplett. Bam, bam. Wir sind noch nicht fertig, ja? Einen Satz noch. Einen Satz noch. Komm, komm, komm. Kreise.
Reise. Mal keine Spielereien hier. Kontrolle. Zweimal noch diese Seite. Und ich glaube, dann wechseln wir, ja? Gut. Knie. Streck das andere Bein. Mach die Pause nicht zu lang. Starte gleich. Starte gleich. Jetzt keine komplizierte Kombi hier. Wieder komplett den Fuß strecken. Schau, dass dein Knie unter der Hüfte ist. Eventuell bringt es ein bisschen mehr nach außen. Zehenspitze lang jetzt. Und wenn das Gefühl sicherer wird, dann macht ihr den Kreis ein bisschen größer. Gut. Ein bisschen größer den Kreis. Bisschen noch die Challenge, diagonaler Arm. Wow. Ich spüre die Pobacke. Der Fuß musste halten von vorhin, gell? Das sind wir alles gewohnt, Ladies. Eieiei. Nur Kreise, das wollte ich schon immer mal machen, ja, in Tone. Ich wollte es schon immer mal machen, weil die Übung haut rein. Gut. 4, 3, 2, wechsel die Richtung jetzt. Oh. Versuch nicht schneller zu werden hier. Streck den Arm oder lassen unter der Schulter. Es liegt komplett an euch. Eieiei. Größer den Kreis jetzt. Nicht nachlassen, Ladies. Vielleicht machen ein paar Jungs auch mit, aber die Übung ist für Jungs immer ein bisschen fies, gell? Gott. Weiß nicht, ob die das schaffen, die Jungs. Diese Übung. Es ist nicht ohne. Kreise, größer. Forme die Pobacke. Der Sommer kommt trotzdem, gell? Auch wenn wir vielleicht nicht ins Schwimmbad gehen. Dann gehen wir halt einkaufen im Bikini. Ist mir auch wurscht. Ha? Einkaufen im Bikini. Ja. Eine Runde Kreis. Heike, was ist los? Komm, komm, komm. Kreise. Ei, ei, ei. Ich hoffe, ihr macht mit. Noch 4, 3, 2, 1. Rückenlage, relativ flott. Ferse nah am Po. Keine Pause. Hoch, tief. Hoch, schneid die Pobacke. Nochmal. Hüfte mit dabei. Hüfte mit dabei. Gut. Bleib jetzt oben. Zwicke noch einmal. Bleibe, bleibe, halte. Gut. Machst du noch Spannung im Po? Bleib in der Bewegung und marschieren. Rechter Fuß. Vor, vor, rechts, links, links, rechts. Lang, lang, rück, rück. Gut. Wechsel den Fuß jetzt. Wechsel. Vor, vor. Schau, dass das Becken am höchsten Punkt bleibt. Was merkt ihr? Oberschenkel, Rückseite. Ganz, ganz intensiv. Unter den Rücken. Noch einmal, wir wechseln. Rechter Fuß. Lang, lang, rück, rück. Lang, lang, rück. Wechsel jetzt. Vor, vor, rück, rück. Einmal noch. Füße nah am Po abstellen. Roll nach unten ab. Zieh mal jetzt die Knie ran zur Brust. Komm zurück in Position. Jetzt streck ein Bein. Streck ein Bein. Hoch, Ferse in die Decke, Zehen anziehen. Einmal noch, wechsel das Bein. Hoch, hoch. Schieb die Ferse nach oben. 2, 1, wechsel einmal mit uns. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtmal noch die andere Seite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Das war's. Rollt nach unten ab. Schnappt euch den Fuß. Eine Runde im Stehen. Komm hoch. Schnappt ihr die Scheiben. Schnappt ihr die Scheiben. Komm nach rechts. Der Snatch. Ich möchte hier einmal noch einen Puls hochbringen. Vorkraft entsteht. Die Scheibe kommt in die Mitte deiner Füße. Oberkörper bleibt aufrecht. Das ist kein Salsa. Ihr wollt die Füße gleichmäßig. Snatch mit Kontrolle. Hoch,
Snatch. Tief, Snatch. Gut. Pass ein bisschen auf deine Umgebung auf. Und wenn es gut läuft, versuch das. Jump. Snatch. Jump. Nächster Level. Versuch noch 4 Jumps. 4, Anita, geht so gut. Ja. 3, 2, 1. Ja, locker kurz aus, von Anfang an. Squat, Snatch. Squat, Snatch. In die Mitte. In die Mitte. Tief. Tief. Erkohl dich kurz hier. Wenn der Beat kickt, versuchen wir nochmal die Jump, ja? Los geht's jetzt. Ferse in den Boden. Schulterweit mindestens. Squat, Snatch. Wow. Puls nochmal hoch, ja? Wir versuchen. 4 Pounds. 2 noch. Einer. Ja. Locker dich kurz. Scheibe groß, Vorderbrust. Ein Deadlift. Ein Overhead. Ein zweiter. Und komm wieder tief. Einen. Deadlift. Sauber umsetzen. Push nach oben. Ein zweites Mal. Komm nach unten. Squat. Overhead. Push hoch. Komm wieder tief. Squat. Hatte die Abfolge. Komm wieder tief. Squat. Overhead. Zweimal. Squat. Deadlift. So. Und jetzt Spiel. Im Rhythmus. Oberkörper-Training. Füßen-Training. Dein Tempo. Zu früh angefangen. Ist egal. Halt die Beine etwas. Komm tief. Scheibe nah am Oberschenkel nach unten setzen. Spiel mit dem Rhythmus. Ist das zu schnell, was wir machen? Mach ein bisschen langsamer. Völlig in Ordnung. Bam, bam. Hoch fest, wenn die Scheibe hochgeht. Fester Bauch. Locker Schritt. Lieblingsübung. Oberkörper vor. Immer langsam. Ellbogen. Schulter wird jetzt zusammenzwicken. Mach die Arme lang nach vorne. Bauch muss fest sein. Beine leicht gebeugt. Gut. Wir pulsieren. Dreimal die letzte Runde. 3, 2, 1 und löst. 3, 2, 1 und löst. 3, 2, 1. Erinnert ihr euch noch an die vorherige Kombi? Los geht's jetzt. Squat. Overhead. Push. Komm tief. Versuch den Overhead zweimal. Komm nah am Körper tief. Gut. Jetzt mach ein bisschen schneller. Squat. Jump. Machen wir hier nicht, ja? Start. Zweiter Block. Kleine oben jetzt. Schultern zwicken. So. Bleib jetzt um. Kleine Pulse. Ziel, okay? Ziel. Bam, bam, bam. Eine Runde mehr. Die auslockern. Gut. Scheibe weg. Wir gehen nochmal runter zum Boden. Mach ein bisschen Rücken. Leg den Oberkörper ab. Feine Hüftbreit, hoch fest. Becken in den Boden. Bring deine Arme nach vorne. Wirklich wie hier Profis, hab ich gesagt. Jetzt 12 Seiten. Hand geschaut nach unten. Und dann rotiere in der Schulter. Hoch, hoch, tief, tief. Zieh Bauchnabel weg von der Matte. Knie ist nicht am Boden, Oberschenkel fest. 3 Pulse ist oben jetzt. 3, 2, 1, lang. 3, 2, 1, lang. Wenn ihr die Bewegung gesehen habt, schaut immer nach oben und zu uns, schaut nach unten. Gut. Bleibt dabei. 3, 2, versucht die unteren Rippen zu lösen. Und genieße das.
einen Block mehr. Die Arme nach vorne strecken. Po ist immer noch fest. Zweimal noch so. Ich merke es. Merkst du den Rücken? Eine noch. So, jetzt streck die Arme. Streck die Füße. Entspanne kurz. Diagonal. Rechter Fuß, linker Arm. Zwei Seiten. Hoch, hoch. Switch die Seite. Das Bein ist gestreckt. Hoch, hoch. Hüfte bleibt am Boden. Bleibt dabei. Hoch, hoch. Zeit. Versuch, das Bein zu lösen, dass nur noch eure Hüfte am Boden ist. Gut. Hier so mal auseinanderziehen. Halt den Rhythmus noch einmal so. Hoch, hoch. Rück, rück. Gut. Einmal noch. Letzte Runde. Drei Pulse. Oben jetzt. Drei, zwei, eins. Rückentraining, ja? Haben wir ja gesagt. CX ist Bauch und Rücken. Oh, wunderbar. Drei, zwei, eins. Lass die Hände unter die Schulter. Ganz kurz in die Kindspose. Den Rücken wieder lang ziehen. Dann roll wieder vor. Löst die Knie. Jetzt halt den Arm diagonal in die Seite. Schnell ab. In die Seite. Ich möchte, dass der Puls nochmal ganz schön hoch geht, bevor wir euch entlassen. Den Arm in die Seite. So, jetzt versucht ihr mal beide Arme. Wunderbar. Nicht nach vorne in die Seite. Nicht nach vorne in die Seite. Gerade Po unten halten. Und es ist, glaube ich, leider schon vorbei, gell? Gut, kommt auf die Knie. Einmal kurz hoch. Hier kann man den Rücken wieder super gut entspannen. Am Po fest wie Stein. Stütze den unteren Rücken und dann schieb dein Becken vorwärts. Die Brust stolz. Merkst du das, Alina? Schaut euch das an. Dieser Lernbereich. Dehn deine ganze Vorderseite. Entspanne den unteren Rücken. Schultern zurück. Ich hab geschwitzt. Ich hoffe, ihr auch. So, Zehenspitzen aufstellen, das können wir nochmal machen. Um die Rückseite zu dehnen, den Rücken zu entspannen. Komm in den Hund, gern die Ferse im Wechsel in den Boden. Kopf locker hängen lassen. Dann beugt ihr mal die Beine und legt die Brust fast auf den Oberschenkel ab. Das tut gut jetzt, gell? Und dann wandern mit den Füßen vor zu deinen Händen und rollt Wirbelsäule hoch. Dann zu den Ohren nach hinten tief, Po festmachen, wieder mit Greifen, zieh nach unten. Entspann nochmal alles. Po muss fest sein hier, gell? Ja? Dann dreht euch zu uns vor, Arme nach vorne. Gute Arbeit! Super! Ich hoffe, euch hat es mitgemacht. Es war nicht nur CX, gell? Es stand nur CX im Programm. Ja. Seid flexibel. Überraschung. Tschüss euch. Tschüss euch. Ciao.